Profi-Tuner Sid Hoffmann aus Dortmund ist für Grip im Einsatz. Zusammen mit Chefmechaniker Pedro und Teileexperte Tobi hat er eine Mission. Er hilft Grip-Fans mit ihren Autos aus der Patsche. Aus vergammelten Möhren baut Sid coole Schlitten. Er greift auch mal zu unkonventionellen Methoden und sorgt für den richtigen Style. Ja, das muss weg. Ja, das ist, geht gar nicht. Egal, was für ein Auto man hat, es geht nicht mit so einer Chromflamme. Aus schlimm, mach schön. Sid and Grip. Grip hat ein dringender Hilferuf ereilt. Dieser Passat hat seine besten Tage lange hinter sich. Student Jonas will zusammen mit seiner Freundin in 2 Wochen mit dem VW auf große Reise gehen. Sid and Grip nimmt sich der Sache an und wird den Kombi in einen Traum auf 4 Rädern verwandeln. Das wird eine harte Nuss. Moin, ich bin der Jonas. Das ist der Passat von meiner Freundin. Wir wollen damit im Sommerurlaub nach Marokko fahren. Aber so wie der aussieht, ist er eine ziemliche Wurst und eigentlich möchte ich mich so da auch nicht reinsetzen. Es wäre ziemlich geil, wenn der Sid den ein bisschen pimpen könnte und ich meine Freundin damit dann auch überraschen könnte. Der erste Fall für Sid and Grip. Von der Firmenzentrale geht es standesgemäß zu einem nahegelegenen Möbelmarkt. Jonas hat seiner Freundin hier eine Falle gestellt. Überraschung garantiert. So, die Sache ist ja die, ne? Sie weiß ja von nichts. Ihr Freund hat sie einfach hingelotst und ich fange sie jetzt ab. Und dann, dann wird Tobi sie auf jeden Fall dahin bringen, wo sie hin möchte, weil sie hat ja kein Auto mehr da, ne? Hab ich ja dann. Ah, da kommt sie. Gut. Oh Gott, die kommt jetzt hier lang. Die kommt hier lang. Servus. Hallo. Hallo. Bist du Elena, ne? Ja. Sydney. Hallo. Hi. Du wolltest shoppen gehen, ne? Ja, ich wollte shoppen. Ja. Ich stehe jetzt hier, weil dein Freund, der hat mir gesagt, ihr wollt nach Marokko fahren. Okay. Ja. Und warum? Ja, warum er mir das gesagt hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ja, der hat sich bei mir beworben quasi. Ich war total überrascht. Also ich wollte eigentlich nur zu Ikea, weil mein Freund halt gesagt hat, wir brauchen ein Regal. Und dann stand der Sid auf einmal da. Aber was ist denn hier mit diesen Real Flames? Alles gut bei euch? Oder ja. Irgendwie Geschmacksverirrung? Auch hier diese Einschusslöcher. Was ist denn da los? Pass auf, wie folgt. Die ganze Geschichte mit dem Regal und so was, alles, das ist alles von Jonas erfunden. Das brauchst du nicht. Wir machen das jetzt wie folgt, du gibst mir jetzt den Schlüssel. Alles arrangiert. Alles, ja, hey, nichts per Zufall. Du gibst mir jetzt den Schlüssel. Guck mal, sie trennt sich nicht von dem Schlüssel. Nee. Den gibst du mir jetzt? So, das ist der Deal. Ja, okay. Elena? Dankeschön. Ja, sehr gerne. Du bist noch so ein bisschen nicht gläubig, ne? Nee, ich bin gerade so ein bisschen geschockt, so, als ich hier ausgestiegen bin. Kommst du hier an und sagst, du machst dein Auto fertig? Mega, also ich wusste von nichts. Das Auto ist ja echt im Scheißzustand. Wir hatten geplant, da noch mega viel dran zu machen. Und jetzt macht Sid das für uns. Also richtig, richtig cool. Auf ihren Passat muss Elena jetzt ein paar Tage verzichten. Dafür hat Sid ein besonderes Goodie für sie in petto. Ja, das ist ein Taxi. Ja, ne? Ja, steig ein. Viel Spaß. Taxi. Ja. Hi, der Tobi. Mit dem Sydney-Taxi geht es nach Hause. Ich halte mir aber was auf, ey. Mal ohne Scheiß, ne? Ich schaffe mir immer mal selbst mal Kraft, oder? Aber mal gucken, wir können hier was rocken, auf jeden Fall. Vor allem das Thema ist geil, Marokko. Also, ich kann nur sagen, tiefer wird er nicht. In Sids Tuning-Schmiede stehen sonst ganz andere Schlitten. Heute gibt's Kontrastprogramm. Denn mit diesem Passat hat sich Sid einen echten Härtefall in seine Autoklinik geholt. Der VW wird jetzt eine Vollverwandlung in Sachen Style erleben. Ein harter Job. So, da ist er, Schätzchen. Tada! Ein Passat. Ein schöner Passat. Ein weißer Passat. Das ist echt abgefuckt, das Auto. Wie hat der TÜV gekriegt? Ich weiß auch nicht. Guck mal, hier den Scheinwerfer, ne? Der ist so ganz schön im Arsch. Brauchen wir hier. Ist ja noch 70%. Guck mal. Ist doch top. Top. Oh. Also, was ich mir vorstelle auf jeden Fall, so weiß kommt mir sofort erstmal sowas wie Zebra in den Kopf, ne? Safari. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen was im Kopf. Ich komme gleich wieder. Gib mir 5 Minuten. Tschüss. Startschuss für das Passat-Projekt. Sid entwirft mit Grafikprofi Chris einen Plan. Ich meine ja, irgendwas mit Zebra muss es ja werden, ne? Das sieht mir noch, das sieht jetzt aus wie so ein eine Patrouille, weißt du? Aber es muss ja mehr nach Adventure aussehen. Deswegen ein Zelt. Ich brauche ein Zelt. So ein Dachzelt. Dachzelt ist gut.
Ich meine, man könnte noch viel mehr ranklatschen, aber ich glaube, dann fährt das Auto nicht mehr. Nee, ist gut. Cool. Ich finde, das könnte knallen. Mit dem Design haben wir eine Vorlage, ne? Und jetzt weiß auch jeder, wovon ich spreche. Und jetzt kann es weitergehen. Hm? Weißt du, ich meine, dann würde ich wirklich grobstollige Reifen nehmen, Dachzelt und so kleine Gimmicks, halt Optik, ne? Das machen wir auch noch ab, den Rotz, oder? Das ist ja eher so ein Tribal für Pedro, für den Unterarm. Das wäre doch was, oder? Wie fangen wir am besten an? Ja, am besten, Pidi, du bist ja unser Karosseriemensch, ne? Du magst Karosserie. Dengeln, machen, spachteln. Mhm. Dann, Tobi, kannst ja schon mal die Teile besorgen, ne? Tobi kümmert sich sofort darum. Viele kleine und ein großes Extra sollen den VW zum Expeditionsmobil machen. Scheinwerfer, Zusatzscheinwerfer, das wird schon spaßig. Dann das Dachzelt, soll ja Safari-Look werden. Was wir da oben drauf geschnallt kriegen. Moskitonetz für Fenster und Türöffnung ist auch dabei. Jetzt bin ich echt am Zucken. Mechaniker Pedro macht sich an die Bereifung. Die grobstolligen Pneus sollen das Auto geländegängig machen. Außerdem wird das Fahrwerk höher gelegt. Weil normalerweise kannst du ja über ein Fahrwerk das letztendlich erhöhen, wenn du ein Gewindefahrwerk hast und du schraubst es halt hoch. Oder du hast halt diesen Spacer, der halt quasi zwischen Karosse und Fahrwerk sitzt. Der. Die Federverlänge. Genau. Quasi, ja, das Fahrwerk verlängert. Also wollen wir mal gucken, wie die aussehen, oder? Yes, sir. Geil, geil, ne? Allein wie dick die Flanke hier ist, ne? Okay, let's go. Du machst das Fahrwerk, ich mach die Reifen. Genau. Los geht's. Die Federverlängerung soll das Auto für holprige Wüstenpisten fit machen. Nimmst den originalen Federteller. Der kommt hier rein. Der kommt so rauf. Oder sowas. Rund 2 cm wird das Auto durch die sogenannten Spacer höher gelegt. Mit den bulligen Offroad-Reifen, die Kollege Sid nebenan aufzieht, kommen noch mal 2 cm dazu. Ja, sieht doch mal fett aus, oder? Die sehen richtig, richtig geil aus. Aber bevor die jetzt montiert werden, muss ich erst mal was lösen. Weil an dem Auto gibt es ein Problem. Das optische Desaster. Dieses Auto-Tribal geht für den Profi-Tuner gar nicht. So, auf jeden Fall, diese Chromflamme, ja, das muss weg. Ja, das ist, geht gar nicht. Egal, was für ein Auto man hat, es geht nicht mit so einer Chromflamme. Der Passat, der tut mir wirklich leid, vom Herzen. Alter, guck dir das mal an. Das ist auf jeden Fall High Quality. Bye bye Flames. Als nächstes reparieren die Jungs die defekte Stelle am Kotflügel. Denn mit dieser Macke kann das Auto nicht foliert werden. Und hier hat es einen voll erwischt. Hier ist er voll rausgesprungen. Und wir wollen ja die Seite hier bearbeiten. Das heißt, instand setzen. Das können wir nicht machen, wenn die Stoßstange dran ist. Und wir sind halt neugierig, was hier drunter ist. Ob der überhaupt, also was da passiert ist. Also runter mit der Stoßstange. Bevor es ans Tunen geht, muss das Blech wieder zurechtgezogen werden. Beulenprofi Pedro holt schweres Gerät raus. Im Anschluss muss die Stelle geflext werden. Dann kommt Spachtelmasse drauf. Da bist du zum Alk. Ist ein bisschen grün nur. Normalerweise machen wir solche Arbeiten ja gar nicht. Aber dadurch, dass wir auch wenig Zeit haben, können wir es auch nicht eben zum Lackierer bringen. Daher machen wir das selbst. Damit die Stelle später gut foliert werden kann, muss Pedro eine glatte Oberfläche zaubern. Und, Amigo, zufrieden mit dem Ergebnis? Sieht doch ganz okay aus. Ja, ne? Scheiße, ich hab das gar nicht gelernt. Aber passt schon. Jetzt geht's an die Offroad-Bereifung. So, mein Freund und Kupferstecher. Geil gemacht oder doch eher geht so? Wie machen sich die fetten Offroad-Wheels im Zusammenspiel mit der Höherlegung? Jawohl. Das wird geil, Alter. Man muss sich überlegen, normalerweise sind wir die, die tiefer legen. Ja? Und jetzt auf einmal freue ich mich, weil er höher ist. Scheiße, ne? Ich werde älter, merkst du. Ne? In Marrakesch zum Beispiel bin ich Straßen gefahren, da ist das genau richtig. Weil jetzt hast du hier genug Platz, da kannst du über alle Straßen, über alle Löcher bügeln. Perfekt. Mega geil. Und jetzt gleich kommt der Folierer, dann kann er auch guten Gewissens los. Und das wird richtig geil, das Auto. Taco. Auf den neuen Reifen geht es sofort weiter. Saft, er braucht Saft. Das war wohl nix. Aber hey, kein Problem für unsere Profis.
Mit Starthilfe läuft der Kombi. 21, 22. Speedy! Ja? Ich brauche nochmal Starthilfe, Herzilein. Ach so. Mit aufgeladener Batterie, Hammerbereifung und gespachtelter Beule ist der Passat reif für seine neue Außenhaut. So, jetzt warte ich auf den Folierer. Und ich bin gespannt, was er sagt, der Christian, weil er erwartet keinen Zebra-Look. Ja, Geschmack hat er schon mal, ne? Folierprofi Chris hat schon viele Ideen von Sid umgesetzt. Aber ein Safari-Passat ist für ihn eine komplett neue Herausforderung. Weil ich meine, die Basisfarbe soll einfach bleiben. Weil ich meine, da kommen bestimmt Macken rein. Es bleibt einfach nie aus. Ja, ein schönes, wir haben das so auch noch nie gemacht. Und das ist also auch für uns eine Herausforderung. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, lässt die G-Klasse hier, ne, nimmst den Passat. Ich meine, ist ein guter Tausch, oder? Ja, kein Problem. Ja. Hast du einen Schlüssel? Ja, wunderbar. Wo ist der Schlüssel, ne? Vom Passat? Ja, steckt. Ja. Weil dann beeilt sich auch ein bisschen, weißt du? Weil du willst dein Baby wieder haben. So sieht's aus. Ja, ciao. Hau rein. Folierer Chris hat die nächsten 24 Stunden ordentlich Arbeit mit dem Passat. Zwei Tage später in Sids Werkstatt. Inzwischen ist das Auto fertig foliert und angeliefert worden. Auch die letzten Teile sind eingetroffen. Haha, wie geil ist das denn? Alter, richtig gut, richtig gut. Für euch jetzt einfach noch nicht. Ja? Ja? Wir gucken uns einfach die Teile an. Komm mit. Die Teile, nur die Teile. Komm! Jetzt kommt die Kirsche auf die Sahnetorte. Ein Dachzelt soll für Adventure-Look und romantische Momente sorgen. Doch der Aufbau ist komplizierter als gedacht. Nicht nur hier, auch hier. Oh, Alter! Also ich bin raus jetzt hier, ne? Ja, Pedro, dann krabbel mal rein. Zeigen, du musst immer Stufe für Stufe. Zack. Moment, ey, Mimosen, ey. Man muss nur überwinden, dieses Wackelige, weißt du? Oh. Also ich meine, hier ist alles cool. Hier ist so ein bisschen bedenklich, aber hier würde ich einfach die Freundin schlafen lassen. Ja? Ich meine, die ist ja leichter. Schön. Mega. Ja, einpacken, wa? Ja. Mit Kameramann. Mission Dachzelt, check. Als nächstes sind die Scheinwerfer dran. In der Wüste ist Durchblick gefragt. Ein blindes Scheinwerferglas ist da ein Sicherheitsrisiko. Also weg damit. Die Sache ist die, ich habe ja doch hier ein Wunderscheinwerfer. Ich habe gedacht, das ist wichtig, ne? Weil wenn du durch Marokko fährst und es ist nicht so ausgeleuchtet, dann hast du immer Licht. Nicht für die Kamele gucken. Genau. Mit diesem Scheinwerfer wird der Passat wirklich Safari-tauglich. Das Teil ist zudem ganz legal und straßenzugelassen. Buff! Ey, Alter! Der neue schwarze Kühlergrill macht die Frontoptik perfekt. Mega fett, Alter. Sogar, ey, das mit der Lampe, finde ich, mit der Fernbedienung finde ich gut. So, pass auf, jetzt machen wir den fertig für die Auslieferung. Da bauen wir das Zelt wieder auf. Weil das ist der Aha-Moment viel größer. Und Pedro wartet drin. Und Pedro regelt sich im Zelt. Ja. Super. Ach, cool. Ich freue mich. Nur so? Aber so, dann so am Kratzen. Sauber machen. Ja, Tobi, da du nichts gemacht hast, mach sauber. Ich hab Pause. Fürs Finale wird der frisch renovierte Offroad-Passat noch mal feucht durchgewischt. Dann kann die große Überraschung kommen. So, eins müssen wir noch machen, und zwar unser Sticker drauf. Ja? Unser Siegel, das muss noch drauf. So. Fällt doch direkt ins Auge, oder? Mega geiles Auto geworden. Man muss sich aber immer daran erinnern, wie sah das Auto vorher aus? Und wie viel Zeit hatten wir und was ist raus geworden? Also ich meine, es ist ein Adventure-Auto geworden. Es ist ein höhergelegte, grobstolliger Passat mit einer geilen Folierung, mit einem Zelt oben drauf. Also ich meine, was willst du mehr? Funktionalität hoch 10, Optik hoch 20. Ich hoffe, Sie freuen sich, weil wie gesagt, wenn Sie irgendwie in einem gewissen Maß nicht zufrieden sind, dann bleibt das Auto hier. Ist so. Yeah, let's go!
Es wird ernst. Sid und seine Jungs haben ganze Arbeit geleistet. Und die liebe Elena und Jonas haben keinen Schimmer, wie ihre alte Rostgurke jetzt aussieht. Na? Ja. Hi. Alles gut? Hallo. Wie geht's? Gut. Gut. Ich bin sehr gespannt. Und? Hast du einen reingekriegt hier, als du nach Hause gekommen bist? Bisschen, ja. Ja? Ja, aber wir beide hoffen natürlich, dass es ein positives Ergebnis nimmt. Ja. Ja, ich meine, da haben wir dich auch ganz schön gefoppt, ne? Ja, das stimmt. Aber ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Ja, du hast auch ein bisschen sparsam geguckt, so von wegen. Zur Erinnerung. Vor 3 Tagen hat Sid Elena auf dem Parkplatz aufgelauert und ihr Auto entführt. Ja, ich war total überrascht. Also, ich wusste davon gar nichts. Ja, auf jeden Fall wird es, glaube ich, also, ich glaube, es wird cool für euch. Ich finde es cool, aber das heißt nicht, dass es für euch cool ist. Also, komm mit. Ja, nice. Da ist euer Auto, mit dem ihr euch hier beworben habt. Der war richtig schäbig. Also es gibt nicht viel, was man nicht machen darf im Autobereich. Mhm, aber das darf man nicht machen. Ja. Ja. Und jetzt kriegt ihr quasi euer neues Auto. Neues Leben, neues Auto für einen neuen Trip. Seid ihr bereit? Du machst es echt so spannend, ne? Ja, seid ihr aufgeregt, oder was? Richtig aufgeregt. Das ist eine geile Frage, wir sind mega aufgeregt. Ja. Tut schon weh. Alter Vater! Nein! Nein! Kranke Scheiße! Was? Geil, wa? Ein Dachzelt! Ist gut! Oh mein Gott. So sah der Passat vor Sids Schönheitskur aus. Alt, vergammelt, hässlich. Das ist jetzt anders. Gut? Geil. Sehr gut. Boah, mega. Gut? Mega, danke. Sehr gerne. Oha. Da ist ja gut, dass es gefällt. Mit einem Zebra. Ja, das ist ja Safari, ne? Ihr müsst ja mal gucken, ob das auch hält. Das hält. Also keine Sorge, das hält. Da oh müsst ihr jetzt Gott. Auch natürlich da drin schlafen und so, ne? Das Hotel Was? Ist nicht, ne? Boah, das ist krass. Ja, geh rein, das geht. Also da könnt ihr echt geile Sachen mitmachen, weil ich meine, ihr könnt irgendwo euch hinstellen und dann könnt ihr echt chillen, ne? Also ich meine, allein die Reifen, weißt du? Ich meine, ich habe ja gesagt, manche Straßen in Marokko sind nicht so konform, wie du das dir vorstellst. Ja. Damit kannst du rüberbügeln, worüber ihr wollt. Boah, ist das krass. Und ihr habt halt diese geile Funzel. Wenn ihr mal im Dunkeln unterwegs seid, ne? Habt ihr mit Fernbedienung, hier. Nein. Oh, bitteschön. Und es sind auch 2 Fernbedienungen, ja? Jeder hat eine Macht hier. Was hier, bitteschön. Einmal für dich die Macht und einmal für dich die Macht. Okay. Hat, ne? Sid Safari Passat hat voll eingeschlagen. Dem gemeinsamen Roadtrip nach Marokko steht nun nichts mehr im Wege. 6000 Kilometer und jede Menge Abenteuer warten in den nächsten 4 Wochen auf das Pärchen und ihren Passat. Stylischer kann man im VW nicht auf Wüstentour gehen. Auch für den Profi-Tuner war der Umbau ein Highlight. Ich meine, man weiß ja nicht, ob man wirklich richtig liegt mit seiner Vision, die man hat bei so einem Projekt. Und wenn es dann wirklich einschlägt, ja klar, mega. Dann sind alle Überstunden alles wurscht, weil man sieht ja, wie sie sich freuen. Und ich denke auch, sie schätzen das Auto. Während der ganzen Fahrt werden sie immer denken, ach, was, wie schön. Und das erleben die beiden schon an ihren ersten gemeinsamen Urlaubstagen. Sydney hat wirklich ganze Arbeit geleistet.